Moin Leute, Tono hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ja, lang ist es her, über einen Monat ist seit dem letzten Part vergangen. Ich bin mittlerweile erstens wieder fit, ich war ja krank zwischendrin, und ich habe wieder ein funktionierendes Laufwerk im PC. Das heißt, es kann endlich mal weitergehen. Ich freue mich auch schon drauf, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, aber ich habe nicht mehr so wirklich einen Plan, worum es letztes Mal ging. Ich weiß, dass wir um Khe Andros gekämpft haben. Und gucken wir mal, worum es jetzt geht. Auf jeden Fall in Gondor, so wie es aussieht. Die freien Völker Mittelerdes feierten viele Siege über Saurons Horden. Doch die Armee von Minas Morgul wird größer. Wenn Mordor Osgiliath nimmt, ist der Weg nach Minas Tirith frei. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob das eine Schlacht ist, die wir überhaupt gewinnen können. Weil wer sich an den Film erinnert, der wird wissen, dass das lief nicht war ganz einst gut. Das Juwel Gondors. Heute liegt die Stadt in Trümmern und ist Schauplatz des Krieges zwischen Gut und Böse. Egal, wir werden den Krieg für uns entscheiden. Wir werden diese Stadt zurückholen. Und wir werden sie halten. Hoffentlich. Okay, das sieht ja schon mal so aus, als könnte Spaß werden. Die dunklen Orks werden täglich stärker. Sie belagern Osgiliath. Die Soldaten Gondors kämpfen verzweifelt, um den Feind aufzuhalten. Aber die Wachen an den Brücken werden stündlich weniger. Verstärkt die Stellungen an den Brücken, überquert dann den Fluss und treibt den Feind zurück. Klingt nach einem Plan. Aber erstmal Pause. Gucken, was haben wir für Ziele? Sichere die Brücken, zerstöre alle Gebäude Mordors. Rufe Faramirs Armee und ändere die Formation eines Infanteriebataillons. Gut, schauen wir erstmal nach. Hier. Offensive, los, holt euch die Jungs da oben. Hier unten, ihr habt erfolgreich verteidigt. Können wir uns hier irgendwas kaufen? Wir könnten. Nein, gerade nicht wirklich. Wir können uns Andoril holen, aber bringt uns gerade relativ wenig. Oh, kümmert euch mal darum schnell. Oh shit, wir werden. Können wir die Brücken überhaupt verteidigen? Nein, können wir nicht. Wir müssen uns gerade mal zurückziehen. Haben wir? Ja, wir haben Truppen. Gut. So ein paar wenigstens. Unübersichtlich ist es gerade ja schon so ein bisschen, muss man einfach mal sagen. Ah, nicht gut. Kommt, geht mal da runter. Besetzt mal. Ich habe hier keinen Turm, den ich besetzen könnte. Mist. Aus dem Weg! Der Feind kontrolliert die südliche Brücke. Wir haben ein neues Gehör, mein neues Gehör. Ah, shit, nicht gut. Der Feind ist kriegen nicht ganz schön aufs Maul gerade. Unsere Bogenschützen halten den Feind in Schach. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Oh, nicht gut. Das ist gar nicht gut, die Situation. Volle Konzentration. Macht euch kampfbereit. Ganz schlechte Situation. Was haben wir denn? Wir haben. Gut, wir können zumindest schon mal ein paar Bogenschützen rekrutieren und ich habe das Geld, um mir so viele Bogenschützen zu holen gerade. Auch Soldaten einfache. Ich habe auch noch keine Fertigkeiten bereit, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut. Haut ihr mal den Katapult um. Ihr greift den Trupp an. Und ihr haut den Trupp um. Ihr habt besetzt, das ist gut. Jungs, kommt mal mit. Ihr kommt auch mit, ihr haut da drauf. Schützen sind bereit. Lauft mal weiter, Jungs. Haut sie um. Los. Während die schnell das Ding hier weghauen. Haut drauf. Los. Das wird schwierig, das Ganze zu halten. Aber gut, die Rohirrim sind immerhin schon halb bereit. Okay, gut. Die Verteidigung ist soweit erstmal gelungen für den Moment. Zieht euch zurück, Jungs. Zieht euch ein Stück zurück. Beziehungsweise ihr geht vor. Ihr beschießt einfach mal die Truppen. Na, Moment. Ihr nehmt die Brücke unter Beschuss. Und ihr kommt mal alle mit. Allesamt. Unten könnte man irgendwas bauen. Da ist eine Festung. Ja, ich weiß, dass sie die südliche Brücke kontrollieren. Das gefällt mir genauso wenig wie euch, Jungs. Glaubt mir. Ich bin davon kein Freund.
Aber hey, immerhin, diese Taktik scheint zu funktionieren. Das ist gut. Okay, Bogenschützen Trupp 1. Ihr werdet einfach mal zu Trupp 2 und ihr zu Trupp 3 für den Moment. Oh, nicht gut. Bogenschützen geht mal vor. Ihr müsst zuerst aufhalten. Problem ist, ich habe jetzt genau die Waldläufer nämlich nicht ausgewählt. Positionen halten! Turmwachen! Wir haben ja, wir können ja am Ende noch die Verstärkung holen, von daher werden wir schon klar kommen, denke ich mal. Okay, ihr zieht euch mal, also ihr Nahkämpfer vor allem, zieht euch mal kurz hierhin zurück. Halber. Ja, wobei, die Zweier können hier bleiben. Ihr werdet für mich jetzt einfach mal Trupp 4. Also ihr bleibt da, ihr müsst kämpfen. Genauso wie ihr Fernkämpfer kämpfen müsst. Oh, das wird lustig. Bogenschützen, verzieht euch mal kurz. So, jetzt können wir feuern. Können wir schon Waldläufer rekrutieren? Noch nicht. Zwei Trupps sind es, denke ich mal, die ich noch brauchen werde dafür. Machen wir es an der Stelle einfach so. Wir könnten Stallungen gebrauchen. Wir könnten so viel gebrauchen. Ziehen wir mal kurz alle Truppen zusammen. Und heilen einmal hier so rein. Heilen einmal hier so rein. Ich komme gerade auf die Steuerung nicht ganz klar. Das merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen. Ihr geht wieder in den Nahkampf. Los. Ihr feuert drauf, genauso wie ihr. Was bauen wir hier hin? Hier bauen wir Steinbruch. Stärkt Tor und Türme. Interessant. Ah, wir haben die. Sehr gut, wir haben die ersten vernünftigen Fertigkeiten. Fangen einfach mal mit der Schmiede an. Gucken wir einfach mal, wie gut wir die gebrauchen können. Wir dürften da einfach nicht über die Brücke kommen, oder? Die Brücke halten wir nämlich ganz gut eigentlich momentan mit der Taktik. Die sind meistens schon durch die Bogenschützen weg. Das gefällt mir sehr gut. Ihr braucht Heilung, Jungs. Dringend. Wir haben den Schießstand verbessert. Ja gut, wir haben den Schießstand verbessert. Das gefällt mir auch. Damit können wir jetzt nämlich die besseren Truppen holen. Kaserne braucht noch ein bisschen. Braucht noch einen Trupp wahrscheinlich. Das heißt, wir können bald Feuerpfeile holen. Sehr schön. Feuerpfeile sind wichtig. Sehr wichtig. Ich schnapp jetzt mal die Turmwache und schicke die mal hier runter. Und ist zumindest schon mal nicht zurück, Männer! Seid bereit! Ihr seid mein aktueller Trupp 2, ihr seid mein Trupp 1. Oh, da ist ja noch eine Brücke. Da ist noch eine Brücke. Warum wusste ich davon nichts? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Soldatenbataillon einsatzbereit. Punkt 1 und 2, immer steht einfach mal da hoch. An der unteren Brücke waren ja nämlich keine Türme, die ich gesehen habe. Oder die waren einfach schon zerlegt, je nachdem. Das könnte natürlich auch sein. Moment, habe ich gerade Nazgul gehört? Das wäre gar nicht gut. Ihr geht in den Nahkampf und ihr kommt hinterher. Wenn ich gerade tatsächlich Nazgul gehört habe, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein ordentliches Problem. Hier marschiert jetzt einfach mal weiter. Ich will nämlich auch gleich zwei von den Bogenschützen oben stationieren. In die Türme natürlich. Ihr geht weiter, ihr geht hier hin. Also sollten wir tatsächlich durchbrechen? Tja, dann Nazgul, das finde ich nicht gut. Deswegen will ich auch gerade irgendwie nicht über die Brücke drüber. Weil ich das Gefühl habe, dass sonst gleich Nazgul angerannt kommt. Ich will keine feindlichen Heldeneinheiten loslassen. 10 Punkte, was können wir damit kaufen? Oh jawohl, wir können die Adler kaufen. Oder Ents. Das ist schwierig zu sagen jetzt. Was nimmt man da? Oder sparen wir doch auf die Armee der Toten? Ah. Ich will Argon verbessern und dann die Armee der Toten haben direkt. Deswegen werde ich das auch machen jetzt an der Stelle. Damit sollte auch... Ich habe da was gesehen. Ich habe da das Heldensymbol gerade gesehen. Das gefällt mir nicht. Der Feind kontrolliert die südliche Brücke. Ja, ich weiß, dass sie die südliche Brücke haben. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Bleibt zusammen. Und es gefällt mir immer noch nicht. Ah, Feuerpfeile für Tumi, sehr schön. Ich schicke mal einen von den Katapulten hier hoch, damit der die Brücke ein bisschen supportet.
Seid wachsam, Männer! Weiter, weiter! Bereitet nach dem Feind auf! Haltet die Augen offen! Euch werde ich gleich brauchen im Nahkampf. Wächter, geht man draufkloppen, ihr feuert natürlich. Der Feind kontrolliert die südliche Brücke. Greifen an! Jetzt können wir Feuerpfeile einsetzen. Ah, ich sehe es doch immer wieder aufkloppen. Ich fürchte echt, dass das Nazgul sind und ich will es nicht. Ich will nicht, dass da Nazgul sind, die auf mich warten. Oh, da habe ich kurz das Bild verschoben. Hilfe. Das war natürlich nicht geplant. Ihr Waldläufer kriegt natürlich eure Aufrüstung. Ja, wir können in der Schmiede immer noch nichts bauen. Wann kriegen wir die Schmiede endlich? Können wir sie wieder einreißen? Oder müssen wir warten? Wir müssen tatsächlich einfach warten, bis der Rang sich erhöht. Und der Rang scheint sich mit der Zeit zu erhöhen. Okay. Gut, damit kann ich leben. Eins, zwei, drei. Machen wir mal. Drei weitere Waldläufer, die einen Feuerpfeile kriegen. Bereitet das Katapult vor! Die sollten da gar nicht erst rüberkommen. Hier stehen eine ganze Menge Leute, aber das soll mir gerade recht sein. Bleibt wachsam! Weicht nicht zurück, Männer! Okay, ich ändere mal die Truppen ein bisschen. Eigentlich solltet ihr Trupp 2 sein, ihr werdet Trupp 3. Und ihr einfach mal Trupp 4 dann. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor! Gut, wie sieht's mit den Zielen aus? Wir sollen die Formation eines Infanterieregiments ändern. Das mache ich jetzt einfach, bevor ich es vergesse. Erledigt. Faramirs Armee können wir bald holen, das ist gut. Und ich glaube, ich werde mir gleich einfach mal die Rohan-Alliierten holen. Einfach um mal nachzugucken, was da unten auf uns wartet. Und ihr greift einfach alle zusammen mal da unten an. Außerdem hätte ich doch gerne den Vorposten hier. Deswegen werde ich gleich auch mit der gesamten Armee einfach mal vorrennen, wahrscheinlich. Haltet nach dem Feind Ausschau! Vorwärts, Männer! Vor, Jungs, los. Ihr geht da in Position und ihr geht einfach mal da in Position. Ihr könnt euch schon mal Feuerpfeile holen. Das schadet mit Sicherheit nicht. Turmwachen! Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass die sich diese Festung nicht geholt haben. Vorwärts! Ja gut, sie haben es noch nicht. Wunderbar. Wir haben jetzt zwar keine Türme, die wir uns holen können, aber haben zumindest einen Punkt, den wir uns ein bisschen zu verstärken holen können. Komm schon. Ja. Gib her. Ach, 2000 kostet das. So viel haben wir nicht. Aber gut, wir merken es uns zumindest mal vor. Das sieht so aus, als könnten die da tatsächlich gleich rüberkommen. Na, aber nee, das schaffen sie nicht. Okay, soweit halten wir uns gerade doch recht gut. Wir haben hier unsere Waldläufer. Die kriegen ihre Upgrades. Wie lange brauchen die noch? Ja, es macht Fortschritte. Ansonsten... Ja gut, holen wir uns einfach... Na, wobei, ich will das Lager zuerst ausbauen. Das bringt mehr Geld rein. Leise jetzt! Leise! Dann hole ich mir... Dann bleiben die Waldläufer einfach mal da oben. Während wir auf dieses bescheuerte Lager sparen. Das viel zu teuer ist für meinen Geschmack. Ach, Quint, da ist tatsächlich ein Nazgul. Nein! Das gefällt mir nicht. Aber gut, das gegen Nazgul sind Bogenschützen sehr effektiv. Bleibt in Deckung. Ich will noch nicht über den Fluss. Oh, die Armee ist gleich da. Anderthalb Minuten noch. 25 Bogenschützen, 5 Ritter und vor allem Faramir selbst. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich warte noch, bis ich die Base zum... Ah, wobei. Macht euch kampfbereit! Bogenschützen! Ah. Waldläufer! Hier unsere Waldläufer. Ihr seid Trupp 4, alle gemeinsam. Geht in Position. So, schwer zu sagen, was wir als nächstes machen sollen. Ich hätte gerne die Upgrades, ehrlich gesagt. Verteidiger des Weißen Baumes! Aber es ist sehr schön, dass die hier nicht wirklich durchkommen. Dass wir uns einfach halten können in dem Bereich. Komm schon, wir haben fast genug für das Lager. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben jede Menge Gondor-Soldaten. Den Bogenschützen, ihr feuert gleich mal. Haltet die Augen offen! Ich gebe euch auch mal Feuerpfeile. Das war dumm. Ich lasse es. Es ist nämlich Blödsinn, den Feuerpfeil zu geben. Ich meine, die werde ich sowieso nicht lange behalten, wahrscheinlich. Wir haben die südliche Brücke genommen. Haben wir es jetzt eigentlich zählt als Mission erfüllt? Nein, noch nicht. Scheint doch irgendwie eine Brücke zu fehlen oder sowas. Ah, sehr gut. Aber der Punkt ist schon mal gut. Das ist sogar eine große Base. Geil. Das ist sehr geil. Die können wir nämlich jetzt mit Türmen sichern.
Tunglu approves. Information und zwar total. Dann gibt es hier nämlich gleich auch noch einen Heilpunkt, Formation den ich hier hinsetzen werde. Nachdem ich hier den einmal wieder reingedrückt habe. Eins geht hier hin. Blockformation ist, glaube ich, gut für die. Für die ist ein Schildwall auch gut. Und ihr geht weiter nach hinten. Mehr Schaden, weniger Rüstung. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Positioniere ich euch jetzt nämlich an der Brücke entlang. Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Haltet die Augen offen! So, dass die einfach die Brücke verteidigen. Ein weiteres Gehöft auf jeden Fall. Den Brunnen brauchen wir. Was werde ich hier noch bauen? Vielleicht Stallung höchstens. Ich glaube, viel mehr Truppen werde ich mir nicht holen. Das heißt, es ist jetzt erstmal nochmal. Also viel mehr verschiedene Truppen. Das heißt, es ist jetzt hier doch erstmal nochmal ein Gefecht hin. Gehöft. Wo kommt die Verstärkung her? Los, Faramir. Sehr schön. Okay, von da oben, aber das war zu erwarten. Da kommen wir so nämlich. Ritter, der Jungs macht mal langsam. Oh, sehr schön. Das ist wunderschön gerade. Erstmal in die Mitte. Wir stürmen über die südliche Brücke, habe ich beschlossen. Oh, da sind die Türme. Das ist gut zu wissen. Alle Mann auf ihre Posten! Haltet nach einem Feind auf Bogenschützen! Kümmert euch mal um den Katapult, dann kann ich mir nämlich mit den Schützen hier. Bogenschützen vorrücken! Dann stürmen wir jetzt hier über die Brücke. Los geht's, Jungs. Okay. Machen wir es so. Kümmern wir uns darum. Machen wir jetzt hier einfach einen kleinen Sturmangriff. Da kommen schon die Nazgul, ich höre sie doch. Ich habe Schiss vor den Viechern. Oh shit! Der reiht gut auf, der Junge. Die Brücke ist soweit safe. Wir haben hier den die Heilung. Rüsten wir mal die Truppen wieder auf. Muss ich ehrlich sagen, ich schicke die mal kurz hier zurück, weil die Heilung brauchen. Aber die hier sollte ich einsetzen, solange ich sie noch habe. Das heißt, wir hauen einfach drauf und richten Schaden an, und zwar so gut wir können. Da habe ich, glaube ich, gerade den Nazgul gesehen auf der Map, oder? Oh ja, da ist er. Oh, Nazgul sind nicht schön. Ich hätte gerne meine Map wieder, damit ich weiß, wo der Nazgul gerade ist und was der vorhat. Oh, da ist er. Gut, wer hätte es erwartet? Er kümmert sich um die Rohirrim. Das heißt, die Rohirrim erkunden ein bisschen, machen ein bisschen Schaden, so viel sie können. Weil gegen den Nazgul können sie sowieso nicht viel machen. Deswegen zerstören wir einfach so viel, wie wir können mit denen. Und verschaffen uns ein bisschen einen Überblick. Es ist halt... Multitasking ist immer schwierig, wenn man... Naja, halt nicht wirklich die Möglichkeit hat zu multitasken vernünftig. Ich bilde jetzt einfach mal... zwei Trupps aus dem Bogen. Weitläufer! Aus den Waldläufern bin ich jetzt zwei Trupps, nämlich 3 und 4, weil den alten Dreier-Trupp gibt es ja nicht mehr. Dass wir praktisch zwei Gruppen haben. Die Kavallerie hier, gut, das ist jetzt nicht viel. Ihr werdet mal zu Trupp 5. Ansonsten werde ich... Ah, wir können die Upgrades holen, wunderbar. Wunderbar. Hole ich mir als allererstes die Rüstung. Gut, die Rohirrim sind jetzt natürlich weg, aber sie haben guten Schaden angerichtet, doch, muss man sagen. Ich halte jetzt auch die Türme. Die Brücken sind gesichert, jetzt sollen wir auch alle Gebäude zerstören. Das sollte gut machbar sein. Ritter, lasst sie kommen! Vor allem, wenn wir dann mit den Katapulten noch in die Offensive gehen können. Aber jetzt haben wir gerade mal wieder ein bisschen Zeit, uns weiter aufzubauen. Das ist unser Ziel. Wir werden nicht, ich weiß nicht, ob wir dann durch die Mitte rennen, unten rum. Die schwere Rüstung ist fertig. Erstmal gibt es jetzt natürlich Upgrades. Vor allem für die Turmwachen. Und, na gut, auch die normalen Ritter kriegen natürlich eine Rüstung. Ansonsten geschmiedete Klingen und das Bannerträger-Upgrade kaufe ich auch einfach schon mal. Ihr könnt keine Rüstung bekommen, aber ihr könnt eine Rüstung bekommen. Kriegt ihr natürlich auch. Ansonsten baue ich jetzt einfach mal Marktplatzerzeug, Wirtschafts-Upgrades. Gut, die werden wir jetzt nicht brauchen momentan. Bauen wir einfach mal das weiter aus. Lass ich sie mal neben am Brunnen stehen. Ich hoffe, dass so weiter regeneriert werden. Werde ich noch mehr brauchen, aber das wird noch nicht reichen. Soldaten, bereit machen. Jetzt sollten alle geschmiedete Klingen bekommen hier.
Okay. Das Schöne ist, dass die halt tatsächlich mit so ein paar Bogenschützen praktisch nicht klarkommen. Ich hab eine Idee. Ich werde jetzt mit ihm noch das testen. Ich werde die beiden hier hinschicken. Beziehungsweise einer darf weiter feuern, der andere. Den anderen schicke ich dahin und der soll gucken, ob er von da aus trifft. Schmiede verbessert. Okay. Stufe 3 oder was? Ja, ist sie. Nicht schlecht. Wir haben alle Upgrades gekauft. Ihr dürftet alle. Ne, einer hat noch gefehlt anscheinend. Bannerträger-Upgrade warten wir auch mal noch einen Moment. Ich spare jetzt praktisch nur darauf gerade im Augenblick. Kommst du da dran? Jawohl, der kommt da tatsächlich dran. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das heißt, ich schicke dich auch mal da runter. Und auch du wirst was zu tun bekommen. Du gehst mal weiter runter und schießt einfach mal da in die Truppen rein. Und wir hoffen, dass der Nazgul nicht kommt. Wobei, du gehst hier runter. Feuert! Das läuft sehr gut. Überraschenderweise. Verteidiger des Weißen Baumes. Bannerträger, los geht's. Und mein Trupp Nummer 3 kriegt auch schon mal Bannerträger. Der andere Trupp kommt dann gleich hinterher. Haltet die Augen offen. Ich trage das Banner Gondors. Mal gucken, ob wir da alles hinkriegen. Ich trage das Banner Gondors. Die meisten haben es jetzt und ich scheine keine mehr frei zu haben, die es noch nicht haben. Okay, die haben es alle, sehr gut. Hier kriegt noch die geschmiedeten Klingen, dann war es das aber auch mit Upgrades. Fahrer mir natürlich auch fleißig werden, hoffentlich. Ja gut, ich mache euch komplett zu Trupp 1. Ihr geht hier hin. Ihr geht hier hin. Meine Ritter werden erholt zu Trupp 2. Zack, zack, zack. Ah, das ist schwer zu sagen, wie man das jetzt macht am besten. Wir werden gegen die Nazgul, also gegen diese wunderschönen fliegenden Gegner, auf jeden Fall die Bogenschützen brauchen. Aber ich hätte ehrlich gesagt doch gerne noch ein paar Turmwachen. Hole ich mir einfach mal noch zwei ran. Einfach weil ich es kann, ehrlich gesagt. Oh, wir haben sogar noch tatsächlich noch einen von den Jungs. Das überrascht mich gerade. Ich hätte gedacht, dass die alle schon weg sind. Den können wir aber auch nicht reparieren, leider. Der wird langsam jetzt nach und nach repariert. Haltet die Augen offen. Ja gut, wenn ihr schon da seid, dann kriegt ihr natürlich auch eure Upgrades. Pfeile bereit machen. Und dann setze ich euch einfach mal zu dem Trupp dazu. Kommt schon. Auch wenn ihr nicht getarnt seid, aber die Tarnung ist sowieso mehr Nebensache. Trefft ihr? Einer trifft, der andere nicht. Ja gut, dann schicke ich dich mal mit da runter. Und ihr bleibt jetzt einfach für den Moment hier oben. Naja, ihr schießt weiter hier hin zur Verteidigung. Mein Trupp Nummer 4 geht einfach mal mit runter. Dann machen wir uns mal. Ja, machen wir uns auf den Weg. Kampfbereit und so. Männer Gondors! Aufpassen, Waldläufer! Schützen! Turmwachen! Dann wollen wir mal. Auf in die Offensive. Oh, Fahrende sollte ich eigentlich mitnehmen, wenn mir fällt mir gerade mal so auf. Verteidiger des. Ach stimmt, die neuen Turmwachen. Wir schützen den. Verteidigt die Bogenschützen! Verteidiger des Weißen Baumes! So. Beeilt euch! Formiert euch, Ritter! Wir haben angegriffen! Vorwärts! Schwerter! Okay, gut. Weißen Baumes. Kommen die Nazgul gleich? Oder der Nazgul? Ich glaube, es ist nur einer da, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder erst wenn wir weiter vorgehen. Ne, der Nazgul ist noch da oben. Vorwärts! Männer Gondors! Ich trage dein Banner Gondors! Information bleiben! Weiter! Da ist er, da ist der Nazgul. Bogenschützen, Feuer, los. Da ist er nämlich schon weg. So schnell geht es nämlich mit ein paar guten Bogenschützen. Rohirrim, los. Bogenschützen sollen erstmal sich vor allem darum kümmern. Die Nachkämpfer können gucken, was sie tun. Da haben wir nämlich noch. Da haben wir nämlich schon wieder so einen dämlichen Troll. Nicht nett, diese Trolle. Bogenschützen, ich brauche euch mal eben. Die Hurim sind nämlich schon fast erledigt, aber das Schöne ist, der Troll ist auch gleich weg, der Gebirgstroll. Also gut funktioniert soweit.
Und wir überrennen sie jetzt gerade einfach. Wunderbar. Soldaten Gondors, euch kampfbereit! Bereich 1 ist fast gesichert, nämlich. Genau so muss das funktionieren. Wunderschön. Zwei Lager gilt es noch zu zerstören. Information bleiben. Gebiet sichern. Bauen wir das Ding mal aus. Einfach damit wir es haben. Einfach dabei ich es kann. Und der Rest rennt erstmal hier runter und hat erstmal das kaputt. Könnten die eigentlich. Oder schicken wir den mal darüber. Ist da noch ein Nazgul ernsthaft? Nicht nett. Nicht nett. Gar nicht nett. Haltet sie auf! Au. Das war One-Hit. Wir werden dieses unhöflich. Land Gegengewicht einhängen! Verteidiger des Weißen Ritter der Weißen Südliche Brücke wird angegriffen! Vorwärts! Ja, das ist ein Nazgul, der die südliche Brücke angreift. Der ist mir relativ egal, der eine Nazgul. Der ist jetzt nicht die Welt. Der spielt jetzt nicht die größte Rolle. Ja gut, ich schicke den einen Trupp mal zurück. Die müssen sich um diesen Nazgul kümmern. Da ist euer Ziel. Haltet nach dem Feind Ausschau. Neu formieren. Richter, Männer Gondor. Leise jetzt. Leise. Wir kümmern euch darum. Haltet die Entdeckung aus dem Weg. Kommt schon. Holt euch. Okay, gut, der Troll ist weg. Kümmert euch mal um die Bogenschützen da oben. Die Heilung wird bald wieder bereit sein. Oh, wir haben viel zu hohe Verluste gerade. Ich musste gleich mal eine Heilung reindrücken. Eine große. Einmal die ganze Infanterie heilen. Truppen Nummer 3 ballert mal mit drauf. Ah, das erklärt's. Au. Das war schmerzhaft. Wenn das Ding kaputt ist... Was fehlt noch? Ah, jetzt. Los, hoch da. Jetzt, schnell. Und ihr kümmert euch um die Nazgul. Um den Nazgul, den einen, der da ist. Komm schon. Ist doch gleich weg, Jungs. Und der hat es nicht geschafft, irgendwas kaputt zu kriegen. Verteidiger des Ritter der Weißen Stadt. Der Sieg ist unser. Der Nazgul ist gefallen. Sehr schön, der Nazgul ist gefallen. Das heißt, die Bogenschützen können auch wieder vorkommen. Ich liebe in Herr der Ringe spielen einfach Bogenschützen. Ich bin an sich ein Freund von Bogenschützen, kann man sagen. Ja gut, wir haben die Zitadelle verloren, aber wir können sie reparieren. Wir können sie wieder aufbauen einfach. Wir haben das Geld gerade definitiv über. Ja gut, es bleibt nur noch ein kleiner Teil zu zerstören. Übernehmen wir einfach mal die Zitadelle auch, damit diese sich nicht wieder aufbauen können. Und das übliche Spielchen, wir hauen einfach die Türmchen voll. Achso, wir können nicht bauen, während die Zitadelle aufgebaut wird. Gut, das ergibt Sinn. Aber trotzdem, die Wachtürme hier baue ich zumindest mal hin. Plus ein Gondorbrunnen für den Fall des Falles. Okay, was haben wir gerade? Wir haben... Gut, die Nahkämpfer haben eher gelitten momentan. Die haben doch ordentlich kassiert. Die schicke ich einfach mal hier hin. Bogenschützen gehen mal dahin, Position. Wo gehört ihr dazu? Wir gehören irgendwo dazu. Okay, gut zu wissen. Ihr seid mein Trupp 2, mein guter Alter. Meine Kavallerie, das bisschen was davon... Gut, nicht was davon übrig ist. Die waren ja nie mehr, muss man dazu sagen. Schießt mal mit auf den Trollen drauf, damit es mittel schneller geht. Damit wir da gleich vor können. Die Herr der Ringe-Bands werden immer so lang. Muss mal gucken, vielleicht... Je nachdem, wie lange ich jetzt noch brauche, aber es sollte nicht allzu lange sein, mache ich daraus vielleicht zwei Parts im Endeffekt. Du kommst noch mit zu dem Trupp, habe ich gerade beschlossen. Ah, gut, wir haben die Fertigkeiten wieder bereit. Dürfte es auch gewesen, oder? Da hinten bangen noch ein paar rum. Nehme ich einfach alle und schicke alle vor. Seid vorsichtig. Oh, nein, 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 stopp, langsam, langsam, langsam. Ritter der Weißen Stadt. Ah, nicht gut. Ritter! Gut, der Troll ist down. Sehr schön. Au. Das hat nochmal gut reingehauen. So, stun. Wohin? Los geht's. Vorwärts, Truppen.
alle Mann vorwärts. Die letzte Festung holen wir uns noch. Irorim brauche ich. Irorim müssen nämlich mal da reinreiten, schnell. Zack, 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 zack. Alle Mann. Ja, wir haben die letzte. Ist ja klar, dass die nur eine Festung haben. Das ist ja nichts Neues. Gruppe 5. Holt ihr euch, Jungs. Oh shit, das ist nicht gut. Jungs, zurück. Das sind zu viele Trolle. Ein bisschen grinden. Bisschen die Trolle trollen. Oh, das sind noch die beiden. Sehr schön, gut. Okay, die sind erledigt. Dann vorwärts. Allesamt draufhauen. Alles einreißen einfach. Alles draufhauen. Mit allem Mann. Da kommen neue Truppen raus. Ich will zuerst den Ork-Käfig weg, den Trollkäfig weg haben. Das ist noch einer, nicht gut. Einfach weil aus diesem blöden Ork-Trollkäfig halt im Endeffekt die Verstärkungen kommen. Die gefährlichsten. Ihr schießt darauf, ihr schießt mal mit darauf. Ihr geht darauf kloppen. Ihr kümmert euch mal eben schnell hier rum. Einfach draufhauen. Wir müssen reinrennen. Vernichtet sie alle. Und ihr zieht euch mal ein Stück zurück. Gruppe 3 schießt hier drauf. Gruppe 4 schießt da drauf. Weiter so. Positionen halten. Sie sind fast besiegt. Komm schon. Das ist das letzte Lager. Holt sie euch. Warum bleibt ihr stehen und bewegt euch nicht ein bisschen? Wie wär's? Sich hin und wieder mal ein bisschen zu bewegen, Jungs. Komm schon. Zwei Gebäude noch. Zwei Gebäude noch. Die packen wir noch, Jungs. Ach, die gehören die da dazu? Was ist das für ein Trupp? Ach, Gondor-Turm machen. Die haben Bogenschützen dahinter oder... Wie jetzt? Moment, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, gerade. Egal. Solange sie es schaffen, alles gut. Jawohl. Sieg. Wir haben es geschafft. Das erste Mal seit dem Monat, dass ich dieses Spiel spiele. Die letzte Partie ist ein Monat her und es hat tatsächlich beim ersten Versuch geklappt. Natürlich immer noch im selben Schwierigkeitsgrad. Wir haben die Story von Herr der Ringe geändert. Wieder einmal. Die Orks fliehen. Osgiliad ist verteidigt. Wunderbar. Sie rennen zurück nach Mordor. Oh, shit. Und da war auch der nächste Nazgul dabei. Oh, Mano. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben alle Bonusziele erfüllt. Soweit alles super gelaufen. Wir haben ordentlich Truppen wahrscheinlich auch verloren, aber gut, das passiert nun mal. Die Mission wäre geschafft. Wie geht's weiter? Mal gucken. Also Gilead verteidigt, mehr Kommandopunkte und Spezialfähigkeiten. Yes! Die Reise des Ringträgers wird immer gefährlicher. Mit dem tückischen Gollum als Führer müssen Frodo und Sam vorbei an unzähligen Gegnern einen Weg nach Mordor finden. Gut, und mit diesen ermutigenden Worten verabschieden wir uns mal aus dem heutigen Part. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Tagen. Oder vielleicht auch, wenn ihr das Spielvideo später schaut, direkt danach, keine Ahnung, oder wann auch immer. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.